Grüß euch und tschüss. Reingeschaltet zur weiteren Folge Ark Survival Ascended mit mir, dem Fuchsel. So, ich habe jetzt hier ein bisschen gewartet und jetzt sind die ganzen Raptoren, die wir in der letzten Folge betäubt haben, sind jetzt auf meiner Seite. Ich habe ihnen Vernunft eingeprügelt, so gesehen. So, insgesamt haben wir jetzt 6 Stück. Mit den 3, die wir unten haben, 9 Stück. Die Raptorenarmee wächst und unser Kleiner ist unzufrieden hier. Da ist natürlich jetzt ziemlich viel hier los auf dem Tracker hier. Müssen vielleicht mal umbauen. So, ich habe jetzt ja auch überlegt, ich glaube, ich werde doch, ja, weil halt eben Sand irgendwie extrem schwer zu kriegen ist, aber ich meine, ich habe auch, Jungs, ich meine, ich habe hier auch irgendwie eine Schaufel gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Wollte ich gerade nochmal durchschauen. Ichthyosaurus-Sattel, es gibt hier einen Ichthyosaurus auf der Karte. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich... Ja, die Steinwasser-Sachen müssen auf jeden Fall noch bauen. Aber habe ich hier nicht eine Schaufel oder sowas gesehen? Oder ist mit der Schere verwechselt? Hier ist auf jeden Fall die Armbrust. Vielleicht hergestellt Werkbank. Ich glaube, ich habe es mit der... ich glaube, ich habe es mit was anderem verwechselt. Mit was könnte man denn Sand gewinnen, ganz schnell? Wenn ich das wüsste, ist das ein Bon? Grenzlampen. So ein bisschen anders aus. So, okay. Weil ich meine, ich habe hier genügend Holz, praktisch gesehen Zugriff. Also, das ist jetzt nicht mehr das Problem hier. So. Komm, Kinders, wir gehen nach Hause. So, und schon... Okay. Ja, und schon haben wir in unserem Parkhaus 6 Autos mehr. Ich meine Dinosaurier, natürlich. Ich habe 6 Dinosaurier mehr. So. Schön ruhig bleiben, Jungs. Ich müsste mal einen Futtertruck hinbauen, eigentlich. So. Was gibt's denn hier Feines zu holen? Bisschen Fleisch, das ist gar nicht so schlecht. Was haben wir denn hier? Ein Moralatopsaurus. Krug. Lagerkonservierten Salz macht es haltbarer. Aha. Der war auf jeden Fall gar nicht so schlecht, wenn sich den hätte. Den Trog. Den Pflanzkübel. Wo ist denn eigentlich der Trog? Kann ich eigentlich gleich mal holen. Beet, das war das Wort, was ich gesucht habe. Beet war das gesuchte Wort. Nee, das ist der Kompostbehälter. Wiespulver, großes Lagerregal, Bücherregal. Nehmen wir mal gleich von die Steinwasserpumpe und Steinwasserdings hier. Wo sind denn eigentlich die Steinrohre? Okay, sind die jetzt schon dabei? Das weiß ich halt eben nicht, ob die jetzt schon dabei sind. Steinwasserhahn ist ja was anderes. Ich suche die Steinrohre und die Steinrohre sind... Hier, doch, hier ist die Schaufel. Habe ich mir doch sicher, dass ich die irgendwo gesehen habe. Wie gesagt, dieses Metallwerkzeug nützt sich zum Verbessern von Anbauflächen, zum Vergraben und Ausgraben von Schatztonen, zum Auffinden von Grundwasser im Notfall. Aber vor allem, es ist, gehört ja eigentlich nicht zum Spiel. Es ist ja für Bob's Tall Tale. Mit dem kleinen Köpfchen daneben. Mittelgroßes Beet. Stadtglocke. Wo ist eigentlich der Zug? Weil mit dem... Mit den Bob's Tall Tales kann man auch einen Zugmotor bauen. Aber braucht der braucht auch Bahngleise. Ich frage mich, wie das läuft. Alter... 400 Holz. Aber gut, ich weiß nicht, wie lang das Teil hier ist, aber ich tippe jetzt mal nicht drauf, dass es 1 Kilometer lang ist, das Teil. So, Stromgenerator haben wir inzwischen auch freigeschalten, alles und Dinge. Es passt alles soweit. Windturbine, warte mal. Wandelt die Kraft des Windes in Strom und reduziert außerdem. Das war doch auch irgendwie. Das hat doch auch irgendwie. Ging es doch auch nur an bestimmten Karten. Warte mal.
Wüste 20% W. 38 Grad. Bist du harmlos oder müssen wir uns Sorgen machen? Okay, der scheint harmlos zu sein. Moderator-Tops. Ach, guck mal, das ist der, wo ich den Sattel da drin hätte. Aber gut, wenn ich den jetzt hau, dann ist er halt instant tot, weil die Raptoren halt alle auf ihn sofort losgehen. Sir, dürfte ich Sie bitten, von meinem Grund und Boden wegzugehen? Oh. Er ist beleidigt. Aber guck mal, der hört sofort. Naja, gut, nicht ganz. Sir, Sie gehen hier gerade. Ich möchte da nicht angreifen, das ist aus, dass ihr meine Raptoren alle killt. So, warte mal. Wo kriegen wir jetzt Sand her? Ja, gut, aber eigentlich könnte ich hier. Oder ich könnte wenigstens den Boden aus Lehm machen. Warte mal, ich glaube, das mache ich eher. Aufheben, Lehmdach. Ich werde jetzt den Boden einfach nur aus Lehm machen. Die restlichen Sachen werde ich aus Holz machen. Und so. Jetzt aber jetzt erstmal das Ganze hier ein. Ja, und woher kriegst du den Lehm für den Boden? Und ich hätte da eine Idee, woher ich den Lehm kriege. Stapelteilen, Schiene. Konnte man die nicht irgendwie kaputt machen? Ach nee, Moment, ich musste platzieren. Wohin ist egal, dann tue ich hier abreißen. Sieht nur, da kriege ich jedes Mal wieder 20 Leben raus. Bei 4 Wänden wäre es zumindest schon mal ein Boden. Ist ja gut da hinten. Komm, leg dich ins Bettchen. Ne, ich lasse die auf der Schulter, weil nicht, dass er noch von irgend so einem bösen Raptor da gefressen wird. Ich meine, wir haben jetzt zwar hier ein paar kleine Raptoren, die hier aufpassen, aber naja, jetzt fehlt es um 4 Lehm. Ich habe hier nicht zufällig noch ein bisschen Lehm drin, oder? Nö. Habe ich Sand? Nö. Doch, ein bisschen Sand habe ich noch. Und 4 Lehm, na also, dann passt ja. Nur ein bisschen Kaktus reintun. Der Jod da hinten! Beruhig dich mal! Alles ist in Ordnung! Schimpf doch nicht immer so rum! Ach man, meine Klamotten, sind die dreckig? Können die Klamotten dreckig werden? Na gut, wahrscheinlich ist es so Anzeichen wie, ja, die gehen jetzt bald kaputt oder so. Okay, dann haben wir 2 Bötchen wieder. Bötchen. 2 Boden! So, dasselbe machen wir jetzt auch mit Stroh hier, weil ich wollte eigentlich die Wände aus Holz machen. So. Kommen wir weg. Weg. So. Wobei, es sieht inzwischen auch eigentlich ziemlich... Naja, wobei... Nee, mach weg, mach weg. Achso, er löst sich auf. Ach, was ist das hier für ein Geräusch? So, Grundform ist jetzt aktuell... Naja... 6. 3x2. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte lieber ein bisschen näher ins Wasser gebaut. Das Problem ist halt, das Wasser... Gibt's hier eigentlich Fische? Ich frage aus Neugierde. Ja, okay, das Wasser ist nicht mal... Das Wasser ist nicht mal so tief hier. Also ein Anglersteg bauen ist eher... Ja. Wie krieg ich das hier eigentlich weg? Weg. Müll damit. Okay, ich habe hier noch ein Hedgeframe-Struktur. Herstellung. Ich hätte gerne Holz. Struktur. Das heißt, ich brauche jetzt Holzwände. Holzwände kriege ich. Dafür brauche ich jede Menge Holz. Welche Überraschung? Wir brauchen jede Menge Holz. Aber wir haben ja jede Menge Holz. So. Dann hauen wir hier die Bäume mal weg. Nein! Gut, dass ich noch eine habe.
Ja, gut, die hätte ich jetzt auch schnell herstellen können, aber die Materialien hätte ich ja da. So, 4 Stück. Gehen wir schon mal. So, woran mangelt es denn? Ja, Holz. Welche Überraschung. So, woran mangelt es jetzt? Immer noch Holz, oder? Ja, es ist immer Holz, was fehlt. Immer Holz, was fehlt. Jetzt hätte ich gern so ein Terenzinosaurus, wie der heißt. Hier so den langen Krallen. Das ist ein super Holzmacher. So, ich denke, das reicht jetzt mal. Dann haben wir 11. Fallen lassen. Und schmeiß weg. So, 5. Das reicht nicht für das komplette Haus. Was macht hier Geräusche? Hier war das Wasser ein bisschen tiefer. Aber egal. So, ich hätte gern... hier... ich hätte hier gerne eine Tür. So. Dann hätte ich hier gerne ein Fenster und hier gerne ein Fenster. Hier hätte ich gerne eine normale Wand. Hier hätte ich eine normale Wand. Hier hätte ich gerne nochmal ein Fenster. Oh, da rennt ein kleiner Raptor. Hey, Kleiner, warte. Bist du denn? Hm? Der wächst auch ziemlich schnell. Du kleiner. Ich muss ja auch mal runterdrehen eigentlich. Wachstumsdinge habe ich wahrscheinlich auch einfach höher gedreht. Komm mit, mein kleiner Fratz. So. Habe ich wahrscheinlich auch höher gedreht, als ich da allein unterwegs war. Eigentlich passt mir das noch nicht, dass ich hier so jetzt schon Schluss mache an der Stelle hier. Ich sollte lieber rausbringen, dass er gleich zu groß ist und nicht mehr rauskommt. So, brauchst Aufmerksamkeit, gell? Streicheln. Ups. So, und schon haben wir einen dienten. 10 kleine Raptorlein, die stehen hier nur rum. Da kam ein Rex und frisst sie alle. Am Hand schauten sie alle dumm. So. Kann ich hier eigentlich auch eine Herstellung? Es gab ja auch so eine Wendeltreppe. Leiter aus Holz. Das ist die Holzdecke. Gebe ich hier unten nochmal hinzu. Aber eigentlich ist mir das noch viel zu klein, wenn ich ehrlich bin. Das ist, was ich eigentlich vorhab. Müsst ihr eigentlich noch ein bisschen erweitern. Aber da müsst ihr halt Holzfundamente noch bauen, oder? Ich müsste halt wieder Material sammeln. Ach ja, ach ja. Ach seufzt, ach seufzt. Ich glaube, ich werde dann einfach ein paar Holzfundamente bauen. Dich hier. Dann hauen wir wieder ein bisschen Holz. Ich meine Holz. So. Okay, 2 Böden kriegen wir schon mal. An Fasern mangelt es jetzt. Das ging in die Hose. Nein, die kann nicht kaputt sein. So. Gut, dann brauchen wir wieder Fasern. Das ging schneller als gedacht.
Aber trotzdem nur für einen einzigen. Wie viel Holzbünde habe ich jetzt? 3. Dann habe ich 4. Das ist mir schon lieber. Wir brauchen noch mal ein paar Wände. So. So, ne. Hey, Helmut Kohl, können Sie bitte aus dem Weg gehen? Okay, die große Frage ist jetzt, hat man den hier rein. Aber hier müsste nur eins in die Tiefe gehen. Ich muss kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einen bräuchte ich eigentlich. 2 bräuchte ich sogar eigentlich noch. Zum Herstellen. Ich hätte es gern gedreht, bitte. Ich hätte es gern gedreht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann tue ich mal hier die Wand aufheben. Dann tue ich hier die Hand aufheben. Es wären jetzt 4 und 3. Machen 5 Stück. Okay, dann brauche ich noch 5 Bodenfundamente. Im besten Fall wären sie halt aus Lehm. Ja, man kann nicht alles haben. Holz immer noch. Oh, ist kein Holz. Das reicht für 2, 800. Ja, ich muss bauen, sonst habe ich zu viel Gewicht. Ich muss es bauen, sonst habe ich zu viel Gewicht. Lässt es sie nicht tragen. Ein bisschen doof, dass es so extrem viel Material frisst, das Leben. Und so eine Herstellung. So, woran mangelt es jetzt? Immer noch Holz. Aber wir brauchen es noch 3 mal. 45. Ja, das heißt, ich bräuchte 80 mal 2. 240 brauche ich. 240 Holz. Ist gut, Kleiner, ist gut. Hast wieder einen Grund gefunden, dich zu beschweren. Hat ja auch einen Grund, hier ist kein Holz mehr. Ja, stinkt mir auch. Ach man, ich finde es irgendwie so süß, wenn die so knurren. Der kleine Grießkram hier. So, reicht das? Noch nicht. 35 brauche ich noch. Na? Bin überladen, das ist mir schon klar. Jetzt nicht mehr. So. Jetzt beruhigt. Warte mal. So, komm mal her da. Option. Dino exportieren. Kastrieren. Übertragung. Namen ändern. So, jetzt hast du es davon. Der kleine Grießkram hier. Der kleine Zwiederwurz. Ja, halt immer sau sauer ist. Mal sehen, wenn ich jetzt nochmal 6 Stück hole, dann könnte ich hier die ganzen Holzböden auch noch austauschen. Ich meine, warum sollte ich jedes hier so belassen? Das ist doof. So, mal hier nochmal Normalwand, hier nochmal normal. Hier mal Fenster. Fenster. Wollte ich hier eigentlich nicht haben, aber gut. Dann mal den nochmal kurz weg. Den nochmal auf. Wir haben wieder Hitzeschlag. Mal hier eine Wand hin. Dann mache ich hier eine Wand hin. Mach
hier ein Fenster hin, mach hier ein Fenster hin, mach hier eine normale Wand, hier eine normale Wand und hier mache ich nochmal eine Tür hin. So. Jetzt bräuchte ich ein paar Dächer. Dafür brauche ich Material. Habe ich nicht auch eine Tür gehabt? Eine Strohtür. Ja, okay, es ist rund um dasselbe. Wie sehen die aus? Dann kann man sie dran lassen. Entsperren. Abreißen. So. Ich krieg halt kein Spitzdach mehr hin. Das muss halt dann oben eine flaches Dach kriegen. Stroh abreißen. Dort war die Wand. Holzwand. Ich hätte gerne Strohdach. Strohfisch. Gibt ja gleich einen Strohfisch, ey. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Übersetzungsfehler einfach ist, oder ob das irgendwo herkommt. Das hier ist ein bisschen nervig. So, geht's euch gut? Oh, scheiße, mir fällt gerade ein, ich wollte den hier an Trog bauen. Mensch, warum sagt ihr mir das denn nicht? Ein kleines Strolchi hier, dass ihr Hunger habt. Rohre, Möbel, wo ist während das Ding überhaupt? Herstellung, Betten, Holz, Lager, Kiste, Holz, nee. Sonstiges vielleicht, nee. Strukturen, Waffen, Rüstung. Habe ich die noch nicht freigeschalten? Ich glaube, die haben wir gar nicht freigeschalten, oder? Komposthaufen. Guter Trockese. So, was brauchen wir dann dafür? Metall sogar. Ich habe gerade kein Metall da. Ja, übrigens kurz vorm Abnippeln wieder. So, ein bisschen Resistenz noch gesteigert. Ich bin kurz vorm Sterben. Lieg hier im Sterben. Kann ich mich eigentlich hinlegen zum Pennen? Ja gut, man kann es halt in Schnellreise nutzen. Mir geht's nicht so gut. Oh, wenigstens habe ich ein bequemes Kopfkissen. Es soll die Möglichkeit gäbe, sich abzukühlen vernünftig. Ich meine, ich bin hier jetzt im Wasser hier. Mein Kühler kann es ja nicht werden. Wie viel Temperatur hat es denn? 70 Grad. Wird den kühleren Ort suchen. Mal sehen. Es gibt doch auch Klamotten, die halt Wärmeresistenz 15. Minus 5. Das heißt, die sind eigentlich endlich warm. Ja, aber gut, ich brauche, dass es nicht abkühlt. Okay. Es gab doch so Wüstenstoffhose. Dafür brauche ich Seide. Und wo kriege ich Seide her? Ja, ja, genau. Na ja, gut, ich werde wahrscheinlich eh gleich einen Löffel abgeben. Tippe ich mal stark drauf. So, kurz überlegen. Gab es nicht auch noch eine Treppe, so eine Wendeltreppe? Also ich meine jetzt zumindest der Atem wird schwerer und schwerer. Also eine Wendeltreppe gab es, also kann ja auch im Grunde die Leiter aus Holz sein. Du bist verletzt, regeneriere dich. Wie soll ich das anstellen? Nee, so eine Treppe gibt es leider nicht. Außer es ist halt eben die Holztreppe. Ich sehe hier auch die Steinrohre nicht.
bloß die Wasseraufnahme und den Steinwasserhahn. Oh nein, er ist gestorben. Ja gut, ich kann jetzt im Bett auf einfach spawnen. Na gut, dass wir es geout haben. Warum? Nein, ich möchte auf sein Inventar zugreifen, Mann. Alles übertragen. Nein. Klamotten ziehe ich wieder an. Beine, Hände, Köpfchen und Füßchen. So, einen Stein kann er auch behalten. So. Du wirst niemals vergessen werden. Ah, und lecker war er auch. So. Du hast sogar noch Klamotten angehabt. Hä? Ach die, hä? Ach so, die habe ich gar nicht mehr selbst angezogen, sondern... Verstehe, ich habe sie ihm wieder angezogen. Hände, Feindchen, Rümpchen. So. Guten Tag, Welt. Ich bin geboren. Okay, ich brauche also Metall. Das wird jetzt erstmal das Wichtigere sein. Das Problem ist halt, dass wir halt immer noch Überhitzung haben. Okay, dann werden wir erstmal hier ein bisschen bleiben. Vielleicht soll man die Holzdecke erst noch bauen. Alles gut, ich werde jetzt erstmal hier die Holzdecke so ein bisschen bauen. Die werden ja noch ein bisschen überleben, bevor sie abtreten. Muss ich gerade überlegen, wir haben jetzt eine Fläche von 3 mal 5, 15 also brauchen wir. Nein! Und ich erkenne noch mal die Treppe einfach mal. Wahlweise Leiter. Hm. Jetzt wird ja vielleicht auch verschiedene. Ja, gibt es nur den einen hier. Nein! Ach, scheiße, jetzt hat er den hier gebaut. Na komm, fallen lassen, weg damit. Mit den hier am besten auch noch raus. Okay, es gibt keine andere Leiter. Wie sieht es mit den Rohren aus? Das wäre jetzt die nächste Frage. Steinrohre. Ich habe hier jetzt den Ansaugstutzen so gesehen. Aber kann ich den noch irgendwie zu... Ja gut, er kann hier hin halt. Aber meine Frage ist jetzt, kann ich irgendwie eine Rohrleitung setzen? Weil irgendwie muss man eine Rohrleitung setzen können. Guck mal, wie Sand da rauskam. Alles gut, dann macht ihr seinen Paarungsruf. Ausgerechnet auf meiner Schulter. 7. Und hier gibt es auch noch einen Wasserhahn. Aber was ist mit den Rohren? Es gab doch auch Rohre. Linksverbindungen, Kreuzverbindungen etc. Dass man die halt bis zur sich nach Hause holen konnte. Sehe ich die hier nur nicht? Bin ich blind? Oder... Ist ja gut, ist ja gut. Beruhig dich mal. Plesiosaurus-Sattel. Wo sind die Rohre? Ich will... Ich suche gerade die Eisenrohre nebenbei. Hier ist der Wassertank, hier ist Metall. Wasseraufnahme und Wasserhahn. Aber wo sind die Verbindungsstücke? Oder kann es sein, warte mal, wie viel habe ich jetzt? Ich brauche noch ein paar Steinchen. Ich
Okay, bei Steinwasseraufnahme. Der kommt jetzt hier ins Wasser rein. Mhm. Kann es jetzt sein, dass wenn ich jetzt den hier einfach platziere, also den kann ich jetzt bauen. Okay, ich dachte, vielleicht muss ich da in dem Bereich von dem anderen sein, dass das hier so vielleicht weitergeht. Den kann ich praktisch gesehen überall platzieren, der snappt hier nicht mal an. Kommt sowas raus? Nee. Nee, 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 aufheben. Oder kann es sein, warte mal, wenn ich den jetzt da hinten platziere? Wenn ich den jetzt praktisch hier platziere, da kommt auch Wasser raus. Da kommt auch Wasser raus. Und wenn ich den jetzt da hinten entferne? Jetzt kommt kein Wasser raus. Nicht mit Wasser verbunden. Kann sein, dass wenn ich den jetzt so platzieren tue, dass dann in diesem Umkreis hier jeder Wasserhahn funktioniert. Na, Tatsache. Okay, das ist interessant zu wissen. Wie weit geht denn die Reichweite? Okay. Das ist interessant zu wissen, aber irgendwie ist es auch, naja, Reichweite anzeigen. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen... Es ist halt einfacher gemacht worden. Man hatte die ganzen Rohre nicht mehr so in sichtbaren Bereich. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das wirklich als gut empfinden würde. Jetzt müsste er hier theoretisch nicht mehr gehen. Nee, ich hab hier geht er nicht mehr. Weil ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel auch immer gemacht, dass ich mein Haus irgendwo weiter oben hingebaut habe und habe dann einfach eine Rohrleitung bis nach oben hingelegt. Und hier ist es halt eben so. Ja. Eben nicht so der Fall. Na gut. Steinrohrwasserleitung. Okay. Dann setze ich ihn jetzt einfach hier so hin. Oh, wir haben wieder einen Sandsturm. Na? Okay. Ich werde jetzt einfach hier im... Na gut, im Haus bleiben ist relativ, wenn ich da kein Dach über dem Kopf habe. Sorry, wir nehmen es ein zu meinem Kopf. Oh, da ist wieder einer. Er ist ja runtergeflogen. Den Strahl habe ich vorher gerade nicht gesehen. Ich drücke mal, was heute Feines zum Aufheben gibt. Mützchen, Fischchen, Beischi. Und so. Übrigens auch gerade, dass die Folge schon vorbei ist. Ich würde allerdings noch, habe ich nicht noch, habe ich noch so ein, habe ich nicht mehr, schade, den Samen für die Narkobären. Ich werde jetzt wahrscheinlich ewig lang suchen, bis ich so einen Drecksamen kriege, in so einer Narkobäre. Nee. Immer noch nicht, immer noch nicht. Da werde ich jetzt ewig suchen dürfen, weil sonst hätte ich jetzt schon mal ein Pflanzbeet reingemacht und hätte da die Narkobären angepflanzt, damit wir uns Narkosemittel machen können, damit wir uns Betäubungspfeile bauen können. Aber aktuell kommt da kein
Was sind da Samen raus? Was die Sache ein bisschen doof macht. Vor allem brauche ich immer noch Metall, weil ich kann sonst keinen Futterdruck bauen. Die krepieren ja im Laufe der Zeit. Kann dieser Sturm mal aufhören? Naja gut, ich denke, ich habe jetzt halt lang genug hier rumgegrast. Ich werde jetzt hier selber noch ein bisschen rumgrasen, bis ich den, bis so einen Samen gefunden habe. Ich werde ein bisschen Holz sammeln, wenn vielleicht das Dach sogar drin. Ach guck mal, das ist ja mal ein Nakubeeren-Samen. Na, was für ein Glück, jetzt kann ich ihn ja doch setzen. Wo waren die Drogen? Ich habe doch vorher einen. Ach, hier ist er. Rock vor allem. Ach, der wird hier drin platziert. Okay, gut, dann nicht draußen platzieren. So, als wenn ich den hier hin platziere, sollte er eigentlich bewässert werden. Mit Wasser gefüllt. Mhm. Ich habe aber kein Düngemittel da. Aber die sollte trotzdem eigentlich wachsen. Hat denn keiner von euch irgendwie ein Düngemittel? Okay, Moment, eine Sekunde. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das geht. Was ging in die Hose? Kann ich meine Fäkalien gar nicht aufsammeln? Oder muss ich das letzte auch noch entfernen? Ach ja, stimmt. Man kann ja sich ein Klo bauen. Wie funktioniert das denn mit dem Klo? Weil früher muss man es direkt auf so einer Wasserleitung platzieren. Na gut, das werden wir dann schon herausfinden. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Würde mich über einen Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und wenn ihr in der nächsten Folge natürlich wieder dabei seid. Also bis dann. Tschüss.